Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge eines Zoroark unter uns. Wir werden heute gleich nochmal die Arena versuchen. Oh, anscheinend gibt es neue Trainer. Okay. Ich habe mein Team jetzt ein bisschen trainiert. Ich habe die meisten entwickelt, bis auf Fablu. Und wir haben ein neues Mitglied hier. Hallo, Bisbark. Bisbark ist jetzt im Team, weil ich dachte, mit 6 Pokémon haben wir mehr Chancen. Und ich würde sagen, wir probieren das gleich nochmal. Warum sind die Ranger hier? Okay. Okay. Alles voller Ranger, das ist sicher nicht so gut für Zoroark. Na super. Okay. So. Was ist meine Taktik? Ich habe keine Taktik, ist meine Taktik. Nee. So. Und dann Takedown drauf, gucken wir mal. Ach, das war ja gar nicht schlecht vom Schaden her. Und das war noch besser. Okay. Nein, natürlich trifft das. Oh. Fies. Oh. Wie nervig. Okay. Na gut. Und ich greife das hiermit an. Schauen wir mal. Oh, schön, er hat es geheilt. Wie nett. Und es trifft schon wieder. Wie kann man so nervig sein? Toll. Jetzt kriege ich schon wieder nicht down. Doch, okay. Dankeschön. Und das hat getroffen. Supi. Wieso hat denn das nur so wenig Schaden gemacht? Wieso? Fies. Okay. Ja gut. Ach schön. Ein Giftpokémon. Nein. Es ist ja auch undicht. Warum vergesse ich das die ganze Zeit? Ich glaube, Traumfugil ist Traumfugil schnell genug, um das down zu kriegen. Ich hoffe mal. So, okay. Das hätten wir schon mal weg. Oh, das wird wehtun. Oh ja, das hat wehgetan. Warum mache ich so wenig Schaden? Fies. Okay, ein Boden-Pokémon. Ich habe das Gefühl, ich komme schon wieder nicht durch. Warum sind die denn so stark? Das kann auch einfach nicht sein. Das ist doch nicht fair. Das kann doch nicht fair sein. Das finde ich gemein. Oh. Oh Mann. Ja, Knirscher. Supi. Vielleicht sollte ich Wasserring mal einsetzen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. So. Hier und jetzt einmal Wasserring, dass es sich wieder voll heilt. Supi, meine Spezialverteidigung wurde gesenkt. Wie nett. Ja, klasse. Klar kann das eine Gesteinsattacke, die effektiv gegen alle ist. Yay, sind wir einfach mal effektiv gegen jeden auf dem Feld. So macht das Spaß. Ich glaube, ich komme schon wieder nicht durch. Es ist nicht zu glauben. Okay, eins ist down. Und mein ganzes Team auch. Das gibt's nicht. Naja, es ist wenigstens Training. Es gibt wenigstens XP. Warum habe ich eigentlich die Attacke eingesetzt und nicht meine Käferattacke? Bin ich doof? Oh, Mann. Ja, klasse. Jetzt ist das Pokémon down, das natürlich eine Gesteinsattacke hat. Ich glaube, ich muss... Warum habe ich nochmal Wasserring eingesetzt? Ist egal. Ich glaube, ich packe das eh nicht. Wir probieren das nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, mit was angefangen hatten. Fies. Okay. Ich
werde jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, weil ich glaube, die haben noch drei Pokémon mit. Also mit denen auf dem Feld natürlich. Okay. Ich weiß auch nicht, warum der Kampf so schwierig ist. Warum die Kämpfe alle so schwierig sind in der Arena. Ich habe einfach gefühlt die falschen Pokémon. Meine Pokémon haben alle ein Problem mit Unlicht und ja. So richtig vorankommen wir nicht. Irgendwie. Ja. Ich glaube, wir machen das gleich nochmal. So hat das keinen Sinn. Ja, nee. So gar nicht. Yay! Super! Gut gelaufen. Richtig gut gelaufen ist das. Warum stehen da denn jetzt plötzlich zwei Trainer, die davor nicht da waren? Hm? Was soll das? Tja. Mit was fange ich an? Keine Ahnung. Das finde ich fies, dass die da plötzlich sind. Die sollen da nicht sein. Das ist nicht die Arena. Die waren ja doch vorher nicht. Warum muss ich plötzlich gegen noch mehr kämpfen? Und warum sind meine Pokémon so anfällig gegen Unlicht-Pokémon? Warum sind Unlicht-Pokémon so gut? Ich wusste nicht, dass die so gut sind. Das finde ich nicht nett. Stimmt dabei was. Ich habe schon wieder vergessen, mit was die anfangen. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön unfähig, habe ich das Gefühl. Vielleicht sollte ich Warbloom noch entwickeln. Ja, klasse. Das hat wenigstens funktioniert. Oh ja! Verwirrung! Das ist nett. Sagt mal, haben wir jetzt die ganze Runde keinen Angriff gehabt, sondern alle nur passiv irgendwas gemacht? Ist das unfähig von uns? So. Full Heal. Ach, schön. Das ist ja nett. Und meine Attacke geht natürlich daneben und schlägt sich selbst. Was? Aber Heimzahlung ist doch eine normale. Bin ich. Aber nein. Nein, nein. Fies. Okay. Na gut. So. Auch da drauf, dass wir es vielleicht eventuell rauskriegen. Oh, es ist eh raus, okay. Es hat sowieso gereicht, sehr schön. Oh, dass dieser Heidscham-Kick von dem Ding jedes Mal trifft. Das ist so grenzwertig. Skunk-Tank. Könnte es verwirren, aber bei meinem Glück ist das nach 5 Runden nicht mehr verwirrt. So. Der Schaden war gar nicht so gut. Oh ja! Wie nett! Das haben sie doch alles vorhin nicht eingesetzt. Mann. Das ist gemein. Die haben einfach ihre Taktik geändert. Die spielen einfach ganz anders als vorhin. Wie fies ist das denn bitte? Was soll das? Ich hab nicht genug Heil-Items. Ich hätte mehr Heil-Items kaufen sollen. Oh Mann. Was ein Drama hier. Der Kampf. Warum? Dabei bin ich gar nicht mehr unterlevelt. Ich habe nur nicht die richtigen Pokémon. Das ist voll fies, sich ein Team aus so wenig Pokémon nur zusammenzustellen. Vor allem wusste ich am Anfang ja nicht, dass ich nicht Pokémon einfach tauschen kann, so wie ich möchte. Das ist voll gemein. Nur so. Ich wollte es mal nur gesagt haben. Es hat einfach nicht gereicht. Es hat einfach mit einem KP nicht gereicht. Das gibt es ja nicht. Und es trifft mit High Jump Kick die ganze Zeit. Das ist nicht normal. Das kann nicht normal sein. Um Himmels Willen. Das ist doch nicht fair. Das könnte doch einfach mal auf den Boden fallen und draufgehen, das Ding. Das wäre voll okay für mich. Aber nein, macht es natürlich nicht.
nett, wie es ist. Naja, jetzt ist es down. Und Jan Mega ist auch down. Ich habe schon wieder kein... Diesmal ist es schlechter gelaufen als beim letzten Mal, oder? Diesmal war es noch schlimmer. Ich muss definitiv anders anfangen. So funktioniert das nicht richtig. Oh, guck mal. Wie schön. Da habe ich doch was gegen. Tja, das macht zwar nicht so mega viel Schaden, aber das hier dafür. Ha, gewonnen-hitted. Sehr gut. Sehr schön. Yay, dankeschön. Das ist immer sehr nett, wenn meine Spezialverteidigung fällt. Schneebel. Schneebel. Wir versuchen einfach mal das rauszukriegen. Beat up. Oh nein, stimmt. Ich erinnere mich an die Attacke. Die war nervig das letzte Mal. Ja. Toll. Na, wenigstens hat es nur ein Pokémon getroffen. Das ist doch nett. Und sogar ein Level-Up, ja. Das ist nicht schlecht. Die Vergiftung bringt mein Pokémon um. Jetzt haben wir da zwei Sneebel stehen. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Nee, nicht beide auf... Das gibt's doch nicht. Haben die mich rausgefokust? Haben die mich gerade rausgefokust, die Fiesen? Mein armes Enton. Entoron. Es ist ja schon Entoron, das tut mir jetzt leid. Dass ich Enton zu ihm gesagt habe. Wenigstens hält das sehr viel aus. Ja, klasse. Auf Wiedersehen, Sneebel Nummer 1. Das ist doch nett. Eins haben wir schon mal down. Okay, und das macht sogar mega viel Schaden. Das ist doch schön. Und auf Wiedersehen. Ich glaube, das waren alle, die sie hatten. Okay. Okay. Geschafft. Geschafft. Die ersten zwei haben wir besiegt. Jetzt kann es nur noch besser werden. Nein, kann es nicht. Es wird nur noch schlimmer. Es wird wahrscheinlich immer und immer schlimmer. Das finde ich gar nicht gut hier. Das finde ich überhaupt nicht gut. Okay. Jetzt müssen wir noch die zwei anderen besiegen, oder nicht? Muss ich die jetzt nicht mehr besiegen? Das wäre ja nett, wenn ich die nicht besiegen müsste. So, vielleicht fange ich immer mit dem hier an. So. Okay. Weiter geht's. Ich dachte, beim zweiten Mal wäre schlechter gelaufen als beim ersten Mal, aber irgendwie habe ich sie dann doch beim zweiten Mal nur besiegt. Muss ich jetzt nochmal die unten besiegen oder darf ich direkt zu ihm? Es scheint, als hätte ich die falsche Person in den Pool geworfen. Weißt du, ich bin als Ranger zurückgetreten wegen meiner Verletzung. Auch wenn mein Körper jetzt besser ist, ich... Was? Achso, mein Sinn für Sehen ist nicht besser geworden. Was? Das ist nicht... das ist keine gute Übersetzung. Und es scheint so, als hätte ich dein Pokémon in den Pool gezogen. Oh, ja. Mhm. Ja. Ist es verletzt? Er ist blind? Pass bloß auf, er lügt vielleicht. Dem Pokémon geht's gut, keine Sorge. Ah, das freut mich zu hören. Ich glaube, wir können jetzt anfangen zu kämpfen. Aber ich fürchte, es wird nicht so einfach sein. Wirst du mich wieder fallen lassen? Unser Kampf wird anders. Weißt du, People, Menschen benutzen Level als Weg, um Pokémon zu vergleichen. Pokémon mit hohen Leveln werden meistens als besser angesehen. Es ist ein sehr einfacher Weg, um jemanden stark wirken zu lassen. Deswegen Grindentrainer. Nein, sowas würde ich nie machen. Sie möchten besser sein als die anderen. Aber das wird nicht passieren. Was ist, wenn ich der Stärkere bin? Ein Level, an das du unmöglich herankommst. Ja, geil. Und dann?
Was, wenn ich dir sagen würde, dass mein Team 10 bis 20 Level höher ist als du? Dann fände ich das echt scheiße. Würdest du trotzdem noch die Herausforderung annehmen? Wenn nicht, dann werde ich dich weiter leveln lassen. Bin ich wirklich bereit dafür? Was sollte ich sagen? Das ist unfair, das ist Kacke. Gibt es die Auswahlmöglichkeit, das ist Kacke? Ha, was für eine Antwort. Das ist es also, woran du denkst, wenn irgendwas nicht zu deinen Gunsten ist? Das Leben ist unfair und dieser Kampf ist nichts dagegen. Ich weiß. Ich habe es selbst erlebt. Deswegen bin ich hier, in dieser Region. Dann solltest du Frieden damit schließen. So wie ich es mit meinen Verletzungen getan habe. Ich versuche es. Danke, Geist. Wenn das hier nicht wegen dir wäre, dann würde ich immer noch in der Höhle sitzen. Wer weiß, wie lange. Ich werde nicht länger nichts tun. Und das ist der Kampf. Leute, ich würde aber sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Wenn ihr wissen wollt, was für Pokémon der nette Herr hat, schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss!